Name ist Benno Dräger, Museumsleiter hier im Industriemuseum Lohne. Wir sind hier in der Ausstellung Historisches Spielzeug, die noch bis zum 27. Januar läuft. Und wir haben viele Besuchergruppen und auch viele Einzelbesucher. Und wir sehen immer wieder, wie Leute sich erinnern, gerne erinnern, mit glänzenden Augen, nach dem Motto, das hatte ich auch mal oder das habe ich noch oder das habe ich verloren. Viele Erinnerungen werden wach an Kindheitszeiten. Und es ist auch interessant, wie Großmütter ihren Kindern dann erklären, was sie früher gespielt haben und wie sie früher gespielt haben. Ja, mein Name ist Ulrike Hagemeyer. Ich bin ja als hauptamtliche Museumsleiterin tätig im Industriemuseum Lohne. Ja, historisches Spielzeug zu Weihnachten, unsere aktuelle Ausstellung. Wir haben noch drei sehr, sehr schöne Veranstaltungen hier im Haus. Das heißt, Elisabeth Lübbe wird am nächsten Wochenende als Puppendoktorin hier fungieren und am letzten Wochenende in der Ausstellung haben wir dann nochmal ein Bärenseminar, wo unsere Teilnehmer dann selbst einen Teddybären herstellen. Und wir machen hier noch Führungen im Haus beziehungsweise für in dieser Spielzeugausstellung, die übrigens mit drei Leihgebern zustande gekommen ist. Elisabeth Lübbe, Hubert Drebs, der Verstorbene, und Matthias und Martina Sieberding.